Hallo und Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen mal wieder zu einem ganz anderen Video von mir. Und zwar ist es jetzt nicht eine reine Kanalvorstellung, sondern ich möchte natürlich auch gleichzeitig hier immer was mit bewirken. So, und die Kanalvorstellung von demjenigen, den ich jetzt hier gleich präsentiere, der braucht ein bisschen Hilfe von euch. Nämlich ist ein ganz junger YouTuber, also wirklich jung im wahrsten Sinne des Wortes. Hat zwar schon länger seinen Kanal, aber ist erst so seit ungefähr einer Woche aktiv. Und hat es aber geschafft, in einer Woche 120 Abonnenten an Land zu ziehen. Also dafür schon mal ganz dicken Hut ab. Und ja. Das einzige Problem ist, er kann jetzt sich natürlich so eine Short-URL machen, ne? Und das heißt, wie bei mir ist youtube.de/solarisgameworld. Und er möchte das auch in der Form machen, damit auch sein Kanal, sagen wir mal, leicht gefunden wird. Ja, das Problem an der Geschichte ist, den Namen, den er hat, der ist schon sehr häufig bei YouTube vertreten. Und er möchte aber irgendwie den Namen mit einbinden. Und zwar geht es hier um den lieben Malches. Ja, Malches ist, habe ich übrigens kennengelernt beim YouTube Overwatch Livestream von Ace, von dem habe ich auch schon Kanalvorstellungen gemacht. Ja, und der Malches hat jetzt auch mit Streamen angefangen, hat auch schon ein paar Intros erstellt, beziehungsweise also auch mit so einem Hilfsprogramm. Da gibt es ein ganz klasse Programm, was super Intros erstellt. Und hat auch ein bisschen BO3 gespielt, also Black Ops 3. Und will das Ganze jetzt so ein bisschen aufbauen, ist gerade dabei, seinen Kanal aufzubauen, nur eben der Name fehlt. Tja. Wir haben schon überlegt, so Malches gibt es schon. Malches TV, Malches LP. Es gibt so viele Varianten. Und da appelliere ich jetzt einfach mal an euch, ihr lieben Freunde. Also ihm fällt nichts ein, was ihm so wirklich vom Hocker haut. Er möchte aber schon einen schönen Namen eigentlich für seinen Kanal haben. Kann ich verstehen, ist ja später, wenn er dann wirklich erfolgreich wird mit seinem YouTube-Kanal, wie so eine Art Markenzeichen, ne, woran man ihn sofort erkennt. Und es soll natürlich auch ein Name sein, der, sagen wir mal, leicht zu merken ist. Also nicht Malchis zockt ganz gern Overwatch im Livestream.de, also weil das kann sich kein Schwein merken. Also vielleicht den Satz, aber nicht dann, na, ihr wisst schon. So, und da hoffe ich natürlich auf eure Hilfe und hoffe, dass ihr dementsprechend vielleicht genau unter dieses Video so eins, zwei Vorschläge mal bringen könnt, ja, was ihr denn für Ideen habt. Ich denke mal, ich habe so eine tolle Community, ich habe so viel Unterstützung von euch bekommen, dann hoffe ich, dass ihr mich unterstützt, indem wir dem Malches helfen und versuchen, vielleicht einen schicken Kanalnamen für ihn herauszusuchen. Deswegen bitte ich euch, das Ganze hier unten drunter zu posten. Und dann wird Malches sich die ganzen Vorschläge dementsprechend angucken. Und vielleicht ist genau in einem von euren Köpfen der Name dabei, den er dann auswählen wird. Wäre richtig toll. Also ich wäre richtig begeistert davon und würde mich freuen, wenn wir ihm da unterstützen können. So, jetzt aber erstmal die Kanalvorstellung und am Schluss gucken wir dann nochmal in ein oder zwei Videos von ihm rein. Also viel Spaß mit Malches. So, liebe Freunde, ja, hier ist also besagt der Kanal von Malches. So heißt er im Moment. Und ja, wir wollen natürlich jetzt mal gucken, ob wir ihm da ein bisschen helfen können. Denn, also als erstes würde ich sagen, gucken wir uns mal den Kanal an. Also, er hat, gehen wir in die Kanalinfo. Es ist noch alles ganz frisch. Den Kanal hat er zwar schon seit dem 3.7.2014, aber wahrscheinlich, denke ich mal, eher um Kommentare zu schreiben und sich Videos anzugucken. Aktiv ist er jetzt erst so seit circa 2,5 Wochen. Das sehen wir auch gleich nochmal. Aber trotzdem hat er es geschafft, also auf 120 Abonnenten zu kommen. Das ist schon mal eine richtig stolze Leistung. Und ich bin echt begeistert, dass es so ein kleiner junger, aufstrebender YouTuber ist. Deswegen möchte ich auch hier dieses Video nutzen, um ihm ein bisschen zu helfen. Ja, ähnliche Kanäle hat er schon drin. Ace kennt er ja, habe ich auch schon eine Kanalvorstellung gemacht. Solaris Game World, naja, den Typ, den hat man bestimmt auch schon irgendwo mal gehört, ne? Und ja, es gab auch schon böse, böse Zungen, die behaupteten, das wären gekaufte Abonnenten und das wären Fake-Accounts und was weiß ich. Aber um da mal den Wind aus den Segeln zu nehmen, liebe Freunde, also ich bin jetzt auch schon lange bei YouTube dabei und ihr seht 290 Aufrufe, 120 Abonnenten
Und wenn ihr jetzt gleich die Anzahl der Videos seht, werdet ihr sehen, das ist auf keinen Fall Fake. Das ist Tatsache. So, wir gucken mal weiter. Also hier Kanalbeschreibung ist noch leer. Da würde ich sagen, kannst du noch ein bisschen was einfügen. Ich habe mich übrigens auch bereit erklärt, den lieben Malchestar ein bisschen unter die Arme zu greifen und zu helfen. Wir werden da gemeinsam dann ein bisschen was ausarbeiten, sodass das für ihn, für seinen Kanal gut passt. So, in den Diskussionen ist noch nichts drin. Da würde ich sagen, schreiben wir dann einfach mal den ersten Kommentar rein. So, schön, dass du auch in die Community der Produzenten gehst. Irgendwas in der Richtung. So, das schreiben wir mal rein. Dann kommentieren wir das. Dann hat er auch schon mal seinen ersten Post entsprechend auf seinem Kanal. Und jetzt gucken wir mal, was bei Kanälen noch ist. Ja, da ist im Moment noch nichts drin. Da kann er zum Beispiel dann, oder kannst du, ich sage jetzt einfach mal, kannst du dann einfach mal reinstellen, ja, welche Kanäle du vorstellst, welche du schön findest, welche dir gefallen, dass die Leute auch mal so sehen, nicht nur den Kanal, den du hast, sondern auch für was du dich so interessierst. Also das ist auch eine ganz coole Geschichte. So, Playlist hast du ja schon gestartet. Ja, da habe ich dir ja auch schon den Tipp gegeben, das ein bisschen zu sortieren, weil wenn es zu viele Videos entsprechend sind, dann wird das ein bisschen aufwendig, da dann zu gucken. Und das mit den Playlists ist also in dem Punkt schon mal eine gute Idee. So, kommen wir zu den Videos. So, und jetzt seht ihr, er hat noch gar nicht viele Videos online. Es sind jetzt gerade mal 10 Videos und damit hat er schon über 290 Aufrufe. Und das bedeutet doch auf alle Fälle, dass er, ja, sagen wir mal, ein ziemlicher Senkrechtstarter ist. Also ich hatte nicht so viele Sachen am Anfang, so viele Aufrufe. Ist richtig klasse. Wir helfen auch natürlich, wo wir können, bei der Community. Und ich bin natürlich auch persönlich gespannt, ja, was er so für Videos macht und wie er sich entwickelt. Also er ist sehr, sehr auf Overwatch fixiert. Ne? Dann ja, spielst du ganz gerne Black Ops 3, wobei das ist ja, sagen wir mal so, Live and Let Die, du bist eher so, ich lasse sterben. Und gut, wächst du ja auch noch rein, weil keiner kann ein Spiel perfekt. Wenn ich, glaube ich, BO3 starten würde, würde ich wahrscheinlich ja, mehr tot als lebendig sein. Was ganz interessant ist, sind die einzelnen Intros. Und ja, ein Intro habt ihr ja schon gesehen. Und da gibt es auch so eine Art kleines Voting. Es kommen vielleicht auch mal ab und zu noch Intros dazu. Und wenn ihr ihm helfen wollt, dem Malchis, dann schaut euch doch mal die Intros an und guckt einfach mal, was davon euch zusagt. Gebt dem Ding einen Daumen hoch und so nach 2-3 Wochen kann er dann gucken, was die meisten Daumen hat. Nimmt er vielleicht dann sogar für sich als Videos. Ne? Das wäre auch schon mal eine ganz tolle Sache. So, in der Übersicht ist noch nichts, das ist momentan alles noch in Arbeit. Ja, da hast du mir auch vorhin schon per WhatsApp geschrieben, dass du da noch dran bist, am Wochenende das ein bisschen zu verfeinern. Also ihr seht, ihr könnt da richtig im Aufbau des Kanals aktiv mit dabei sein und mal mitverfolgen, wie so ein Kanal entsteht. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem, was ich ja ganz am Anfang des Videos schon gesagt habe. Die Schwierigkeit ist, wir gucken mal hier oben rein, schaut euch mal hier das an. Das ist jetzt seine Adresse, ne? YouTube.com, Channel UCB, UCFBXVTDLG0BOHRU und so weiter. Ja, und das ist natürlich ein bisschen blöd. Ist nicht unbedingt das, was man, ja, sagen wir mal, von der Kanal-URL erwartet. Er hat natürlich die Möglichkeit, jetzt, nachdem er die 100 Abonnenten geknackt hat, sozusagen, oder erreicht hat, eine eigene URL zu machen. Ich habe zum Beispiel auch youtube.de/solarisgameworld und sowas möchte er auch machen, aber da ist er sich noch gar nicht schlüssig, wie er es machen soll, denn den Namen Malchis an sich gibt es schon relativ häufig bei YouTube und er möchte ja auch eine etwas einzigartige Adresse haben. So, und jetzt ist eure Mithilfe gefragt. Wir sind auch schon fleißig dabei, uns Namen auszusuchen, so wie Malchis TV oder Malchis LP oder Malchis spielt oder er hat sogar schon gesagt Malchis Game World oder Malchis Stream World oder sowas. Ja, also ihr seid jetzt gefragt, Freunde. Ich wäre echt ganz, ganz dankbar dafür, wenn ihr dem lieben Malchis ein bisschen unter die Arme greift und vielleicht genau unter dieses Video hier ein paar, ja, Kanalnamen-Vorschläge macht. Die können wir uns dann, oder kann Malchis sich dann in Ruhe ansehen
Und ja, dann wird er sich wahrscheinlich auch für einen entscheiden. Und ich bin mal gespannt, was ihr da entsprechend so auf der Pfanne habt. Ich weiß, ihr seid richtig gute Zuschauer. Ich habe sehr, sehr viele Abonnenten. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Da nochmal vielen Dank für. Das soll auch jetzt nicht zum Angeben sein, sondern eigentlich dafür, dass ich denke, bei über 1500 Leuten müsste doch bestimmt irgendwo in irgendeinem Kopf ein Name drin sein, der genau der Richtige für den lieben Malches ist. Deswegen bitte ich euch nochmal drum, schreibt mal eure Namensvorschläge drunter. Ich bitte auf irgendwelche Namensvorschläge mit Geschlechtsteilen oder vulgären Ausdrücken zu verzichten, weil das wird dann von mir gnadenlos gleich rausgelöscht. Also es geht hier wirklich um eine ernsthafte Namenssuche und nicht um irgendwelche dummen Witze. Denn ja, er ist ein ganz lieber Kerl. Ich streame mit ihm auch ab und zu und möchte ihm da wirklich auch persönlich helfen und hoffe, dass ihr mich bei der Hilfe ein bisschen unterstützen könnt. So, in dem Sinn war es das hier für die Kanalvorstellung. Wir schauen jetzt gleich nochmal in eins, zwei Videos rein und gucken einfach mal, was er so macht. Und ansonsten ist soweit alles gesagt. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr euch das Video anschaut, dem Malchis ein bisschen unter die Arme greift, ein paar Namensvorschläge macht oder auch sonstige Tipps und Tricks sind natürlich jederzeit herzlich willkommen. Und in dem Sinn sage ich dann für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss. Das war ich zu viel, dass man dich gut zuschaut.
I smoke and keep me mellow. I drink and keep me mellow. Every day I keep me mellow.